Hallo Leute, willkommen zurück auf meinem Kanal. Ich habe heute ein neues Ask Myla, also ein Snapchat Q&A. Ich hatte euch gestern gefragt, ob ihr mir Fragen schickt und ihr habt mir sehr, sehr viele Fragen geschickt, Leute. Aber über Nacht hat Snapchat voll viele Fragen von euch gelöscht und gerade auch nochmal. Jetzt habe ich nur noch 10 Fragen. Ich weiß nicht, was mit Snapchat los ist, aber ich habe euch jetzt angeschrieben, dass ihr das nochmal schicken sollt. Mal gucken, ob ihr es macht. Aber das fuckt mich voll ab. Aber ich beantworte jetzt schon mal die, die ich habe. Und ja, die erste Frage ist von Nele Brandt. Sie fragt, hey, meine Frage ist, könntest du mal ein paar Zuschauer in deinem Video überraschen? Das wäre echt cool. Ich weiß jetzt nicht, was genau du meinst, ob anrufen oder so. Also mit den Anrufen, das kann ich mal machen. Das haben mich schon mehrere gefragt. Dass ihr mir eure Nummer schickt und ich euch mal anrufe und dann so halt Video mache. Das kann ich mal machen, wenn ihr das möchtet. Und ja. Dann CB His Woman fragt, du schminkst dich richtig schön, mach mal wieder ein Tutorial. Dankeschön, ja, mach ich bald. Zu Weihnachten ist ja bald, ne? Die Helena K47 fragt, stehen die mir? Oh, die hat Braids. Ja, die stehen dir wirklich. Das sieht echt gut aus. Warte, ich muss mal wieder rum. Ja, boah, das sieht süß aus. Sehr schön. X Martina X. Sie jetzt muss ich schlafen. Sie fragte, wie kannst du. Wie kamst du dazu, YouTube zu machen? Das habe ich schon sehr oft beantwortet. Aber ich wollte das schon immer mal machen. Ich gucke halt auch schon sehr, sehr lange und viele YouTube-Videos. Das ist eigentlich mein Fernsehen. Ich habe halt auch früher immer so Videos für mich gedreht, aber ich habe die nie hochgeladen. Aber irgendwann habe ich mir einfach vom Stöhnchen. Ja, weil ich mich auf dem Bett lege. Boah, ich habe so Hunger, ne? Ich habe so Bauch. Ich habe auch nichts gegessen. Ja, dann hol dir was. Aber nee, schau gleich aus, wenn du mitkommst. Und ich wollte es schon immer mal machen, aber ich habe mich nie getraut und irgendwann dachte ich mir einfach so, mach mal einfach. Wie Hannah fragt, hast du einen Freund? Und nein, ich habe keinen Freund, ich bin Single. Jetzt Single for life. Nur er existiert. Das ist der einzige Junge, der kein Arschloch ist. Michelle Lian, ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen, er hat ein Video geschickt. Hi Myla, ich habe eine Frage und zwar... hast du einen Freund? Wenn ja, wie lange seid ihr schon zusammen? Und wenn nicht, wer wäre dein Traumtyp? Oh, wie süß die Rede. Also nein, ich habe immer noch keinen Freund. Mein Traumtyp, so, also wenn ich jetzt einen Namen sagen müsste, so ein Star oder so, dann wäre das auf jeden Fall Chris Brown. Oh mein Gott, Chris Brown. Oder August Alsina. Aber ja, mein Traumtyp ist also eigentlich so, den kann ich nicht so sagen. Schwarz. Purmann 123 fragt, was möchtest du später machen, so von Ausbildung her? Also ich möchte später mal Stylistin werden, also Make-up-Artist, Stylist und so. Und ich mache im Moment halt, ich gehe in Belgien zur Schule und gehe auf eine berufsweiterbildende Schule und mache da eine Ausbildung als Kosmetikerin und halt Abi zusammen. Also ich mache noch kein Abi, aber in ein paar Jahren. Halt, wenn ich damit fertig bin, ich muss 13 Jahre machen, dann habe ich eine Ausbildung als Kosmetikerin und Masseurin und Abi. Miss Fatima fragt, machst du mal ein Fantreffen in der Schweiz? Oh, ja, meine Liebe, ich war noch nie in der Schweiz und ich wusste gar nicht, dass ich Zuschauer aus der Schweiz habe. Aber ja, weiß nicht, also ich weiß nicht, wie ich in die Schweiz kommen soll und ich bin ja jetzt auch noch nicht so weit oben, so dass ich jetzt in andere Länder so, ne? Aber irgendwann bestimmt mal. Dann die SMIXA 01 fragt, ob du mit dir zufrieden bist, also ob ich mit mir zufrieden bin. Naja, also es gibt immer Sachen, die man an einem ändern möchte gerne. Aber ich sag mal, ich habe mich akzeptiert und ich kann es ja eh nicht ändern. Und von daher, joa. An die Hanna Hieseler, ich hoffe, ich habe deinen Namen ausgesprochen, tut mir leid, wenn nicht. Sie hat mir ganz viele Videos geschickt. Warte. Hey, ich bin zwar gerade erst aus der Dusche raus, aber meine Frage ist, wann du dir das nächste Mal deine Braids machst und welche Farbe sie werden? Meine Braids, also ich mache mir nochmal in den Sommerferien wahrscheinlich Braids und dann in Grau, Grau-Weiß so. Und ich überlege, ob ich dann an einer Seite ein bisschen Sidecut mache. Weil ich finde, das sieht so geil aus, aber dann habe ich das ja auch so und ich weiß nicht. Aber auf jeden Fall Braids in Grau. Dann sagt sie noch, ich liebe dich und ich liebe dich natürlich auch. Und ich feiere deine Videos richtig hart. Ich würde fragen, wann das nächste Video mit Jessie kommt. Jessie!
Weißt du, wann kommt das nächste Video? Wir machen bestimmt bald mal eine Challenge oder so. Ja, wir machen bald nochmal eine Challenge. Mit uns können wir mal eine Challenge, ne? Ja, ist echt so. Wir machen nichts anderes als Challenge. Aber haben wir mal den Best Friends Tag gemacht? Nee, ne? Doch. Doch, haben wir schon mal gemacht. Ja. Egal, es kommt noch bestimmt bald eine Challenge. Weißt du, wir machen einfach meinen Kanal zusammen auf irgendwann. Ja. Hab ich ihm schon gesagt. Da kommen nur Challenges drauf. Oder so. Ja, ja doch. Ja. Oh. Aber so harte. Warte, dann fragt sie noch. Und die Frage habe ich gestern gestellt. Würdest du mal Fancurls machen und das in ein Video bringen? Ich würde mich riesig freuen. Oh, die ist voll süß. Aber ja, ja, habe ich ja eben schon gesagt, kann ich mal machen, wenn ihr euch das wünscht. Ist sehr süß. An die Sarah 42429. Würdest du eigentlich tun, wenn du 1 Million Abonnenten erreichen würdest? Und ja, magst du dich generell? Ich habe am Ende nicht so ganz verstanden, was du gesagt hast. Aber wenn ich 1 Million. Oh, wenn ich 1 Million Abonnenten erreichen würde. Was ich da machen würde? Keine Ahnung. Also ich weiß es nicht, was soll ich da machen? Ich glaube, ich würde erstmal richtig heulen. Und keine Ahnung, ich wäre voll glücklich und dann würde ich so eine riesen Verlosung machen. Und, apropos Verlosung, Leute, ich möchte eine Verlosung machen. Aber ich weiß einfach nicht was und ihr müsst mir sagen, was ihr wollt, so. Weil ich will jetzt auch nicht irgendeine Scheiße machen. Also sagt mir mal, was ich verlosen möchte. Wer soll? Keine Ahnung, wenn ich eine... Boah, das ist so krass. Stell mal vor, ich habe irgendwann 1 Million. Jessie. An die XVX, ne warte, XVXVIXN, hat auch ein Video geschickt. Ich wollte dich mal fragen, ob du eine Schminktour und eine Roomtour machen willst. Das ist sehr geschickt. Ich fragte, ob ich mal eine Roomtour mache und ja, ich möchte jetzt sowieso bald mein Schminkdings mal ändern. Und dann werde ich nochmal eine Roomtour machen. Dann die Mädchenzone fragt, wie glaubst du, waren deine Prüfungen? Meine Prüfungen waren sehr gut, glaube ich. Also, ich glaube sehr gut, weil ich habe sehr viel gelernt, wirklich sehr viel. Und morgen bekomme ich Zeugnisse, dann werde ich sehen, aber ich schätze mal, überwiegend gut. Lavinia Alina 11, ich hoffe, ich habe das jetzt richtig gelesen. Was war mal dein schönster Urlaub? Und oh mein Gott, du hast mir geschrieben, weil ich habe dir gerade geschrieben, dass ich die Frage nochmal brauche. Und also sie fragt, was mein schönster Urlaub war. Und mein schönster Urlaub, glaube ich, war... Ich glaube aber, mein schönster Urlaub war, als ich 7 oder 8 war oder 9, ich weiß nicht mehr genau, war ich mit meiner ganzen Familie in Ägypten und das war echt sehr, sehr schön. Und ja. Die Celine fragt, es tut mir leid, dass ich jetzt erst schreibe, ich war in der Schule. Meine Frage war, was dein Lieblingslied ist und könntest du mich bitte grüßen? Ich heiße Celine, würde ehrlich mich wirklich freuen. Hallo Celine, ich grüße dich. Und was war die Frage? Ah, was mein Lieblingslied ist. Ich habe im Moment eigentlich kein Lieblingslied. Ich habe immer sehr viele Lieblingslieder. Doch. Im Moment mein Lieblingslied ist Song Cry von August Alsina. Und dann die Pauline Chapelle. Hat ein Video? Ich wollte fragen. Also, sorry, meine Kamera ist ausgegangen. Sie hat gefragt, wie meine Freunde darauf reagiert haben, dass ich YouTube mache und wie die das finden. Und eigentlich alle meine Freunde unterstützen mich total und finden das gut. Und das freut mich auch sehr. Asli.gösluke. Sorry, wenn ich falsch ausgesprochen habe, aber ja. Und zwar, wann hast du dich jetzt erstmal richtig geschminkt? Also mit wie vielen Jahren? Also ich habe mich eigentlich schon relativ früh angefangen zu schminken. Ich glaube ich habe angefangen mit Wimperntusche und Puder oder ja, das halt. Und das war so in der 5. oder 6. Klasse. Ja, aber erst so richtig, richtig schminken, so mit allem, sowas, ne, mache ich erst seit einem Jahr oder so höchstens. Davor habe ich halt zwar auch mich geschminkt, so mit Eyeliner und sowas, aber so halt, wie ich das jetzt mache, mache ich das erst so seit einem Jahr. Die Michelle X-Free oder so fragt, was ist momentan dein größter Wunsch? Ich weiß es gar nicht. Mein größter Wunsch ist einfach glücklich zu sein, so richtig glücklich und dass es mit YouTube wirklich viel wird, so, also dass ich sehr hoch damit komme und erfolgreich bin und so, und das ist halt wirklich im Moment einer meiner größten Wünsche. Dann die Mimi
Gerber fragt, machst du mal ein Lookbook? Und ja, wollte ich. Und welche Schuhe kannst du empfehlen? Ja, ich wollte sowieso ein Lookbook machen, aber irgendwie ist das so anstrengend, ein Lookbook zu drehen. Ja, aber werde ich bald mal machen. Und welche Schuhe ich empfehlen kann, keine Ahnung. Und Schuhe, ja, keine Ahnung. Jeder sollte das tragen, was er will. Und ich trage gerne so Sneakers an. Dann die Hannah. Keine Ahnung, aber sie hat heute gedreht und Hauptsache, sie hat alle Snaps geöffnet. Ich habe ihr irgendwie 5 Videos geschickt und ein Bild. Und das ist meine Lernfehler, so heiß, oder? Oh, sorry, tut mir leid, das ist heute meine beste Freundin. Weil sie gefragt hat, warum ich so abgehängt bin heute Morgen. Sorry, dass ich das jetzt im Video habe, aber du hast mir das geschickt. Ivana21 hat auch ein Video geschickt. Hey Maler, ich wollte dich fragen, was dein Lieblingslied zurzeit ist und das ist Piercing. Hat es weh getan, das zu machen und mit wie vielen Jahren hast du das gemacht? Hab ich lieb. Und die ist voll süß. Ja, mein Lieblingslied habe ich ja schon gesagt, Song Cry von August. Aber ich höre im Moment sehr, sehr viele Lieder, deswegen kann ich nicht so sagen, dass ich ein Lieblingslied habe. Und mein Piercing, ja, das habe ich mit 15 machen lassen, also Anfang dieses Jahres, im Januar, glaube ich. Und ich finde, es hat zwar etwas wehgetan, aber ich finde, es ging eigentlich, es war zu ertragen. Ich fand, schlimmer war, als es entzündet war, weil bei mir war es entzündet. X-Pauline Toll fragt, also hat auch ein Video. Was ist dein Lieblingsschminkprodukt momentan und welches Geschäft, also von Klamotten her, findest du momentan am coolsten? Deine Videos sind mega gut und du bist auch so hübsch. Oh, danke schön. Also mein Lieblingsschminkprodukt ist im Moment die Foundation von Maybelline, diese Dream Matte Nude. Die ist so geil, Leute. Und mein Lieblingsklamotten, ich gehe nicht so gerne in Läden einkaufen, sondern eher so Online-Shops und da, keine Ahnung, da mag ich voll viele Sachen. Also ich habe nicht wirklich einen Lieblingsladen. Jessie-Mando hat auch ein Video. Hallo meine Liebe, meine Frage ist, welchen Lippenstift du bevorzugst, zum Beispiel welche Marke? Oh scheiße. Hast weggeklickt. Ja. Und ich wollte dir noch sagen, dass du eine tolle, selbstbewusste Person bist und durch dein Selbstbewusstsein hast du sogar mich gesteckt, weil du bist so cool drauf. Oh, wie süß. Dankeschön. Danke, danke, danke. Und Lippenstifte trage ich eigentlich so gut wie nie. Ich trage immer Lip Liner. Und da mag ich P2 sehr gerne, weil die haben sehr schöne Farben. Dann die Claudie 000. Übrigens heißt meine Mutter auch Claudia. Also wenn du Claudia heißt. Sie fragt, hi, trägst du eigentlich Fake-Wimpern? Und wenn ja, was für welche? Ja, also gerade trage ich Fake-Wimpern und in den letzten Videos sowieso immer. Frag mich nicht wieso. Und die sind von Vicky, Leute. Wirklich, ja, von Vicky. Ein Euro Laden. Weil, keine Ahnung, ich nehme den Kleber von DM und halt die Wimpern von Vicky, deswegen. Hm. Die Lisa 05112001 fragt dein Video. Ayla, und zwar habe ich eine Frage. Könntest du dir ein Fantreffen mit mir zum Beispiel vorstellen oder generell? Ja, könnte ich schon. Also, ja klar, warum nicht? Die Celine 87007574 hat auch. Hi Maila, wir wollten fragen, ob du auf die Deutschlandtour von Justin Bieber gehst. Lieben wir dich! Oh süß, die kenne ich sogar, die sind auf meiner Schule. Also ich grüße euch. Und ja, ich gehe in Köln und Berlin auf die Purpose Tour und ich sitze da im Unterrang. Die Melina.tt, dein Video. Hi Maila, ich wollte dich fragen, ob du ein Video drehen kannst, wie du dich schminkst, was du mit deinen Haaren machst und wie du dich anziehst. Würde mich sehr freuen. Ja klar, kann ich mal machen, so ein Get Ready With Me. Mach ich gerne. Dann die Lea fragt. Hi Maila. Wir wollten fragen, ob du mal mit Fett ein Video machen würdest. Wir lieben dich! Sind das dieselben? Ja, doch, das sind. Ja, warum nicht? Ist eigentlich eine gute Idee. Aber ich weiß nicht, was dann so für ein Video, aber warum eigentlich nicht? Die Delvin28.4. Hallo, meine Frage ist: Wie haben deine Eltern reagiert, als du mit YouTube angefangen hast? Oh, du bist voll hübsch! Oha, guck mal, wie hübsch! Ja, ich hab jetzt weg. Aber die ist echt. Und meine Eltern
Die sind voll stolz auf mich, vor allen Dingen meine Mutter findet das voll cool. Ich mache übrigens bei deinem Video mit meiner Mutter den Mom-Tag. Echt? Hm? Ja. Guck mal, soll ich den Namen wirklich sagen? Jana Meowi. Hey, hast du Haustiere? Willst du welche? Ich hatte einen Hund, einen Schäferhund, aber der ist leider gestorben vor, das ist schon ein Jahr her, über ein Jahr, anderthalb Jahre. Ja, aber ich hätte gern wieder einen Hund, aber meine Mutter möchte das nicht. Dann, ich weiß nicht, ob ich den Namen sagen soll, aber Ghetto-Fotze schreibt, wenn ich nochmal ein Make-up-Tutorial mache und was dein Lieblingslied ist und Lieblingsband bzw. Sänger, PS, du bist wunderschön. Also, Dankeschön. Dein Lieblingssänger ist Justin Bieber natürlich, Chris Brown, August Alsina, Nicki Minaj mag ich voll und also was. Und meine Lieblingsband ist One Direction. So, das war es dann auch schon mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Falls ihr noch Fragen habt, könnt ihr die gerne hier drunter stellen. Dann werde ich die in meinem nächsten Video beantworten. Und ich hatte überlegt, dass ich das jetzt jeden Monat mache. So ein Snapchat Q&A oder ein normales Q&A. Und auf Snapchat heiße ich übrigens Myla Biebs. Und auf Instagram heiße ich It's Myla Biebe. Und meine Facebook-Seite heißt Beauty by Myla. Und mein Twitter heißt Beauty by Myla _. Und ja, ich liebe euch und wir sehen uns hoffentlich beim nächsten Mal. Tschüss!